Mehr Bäume. Ich pack mal ein bisschen Wiese dran. Wiese werde ich auch ein bisschen brauchen. Ich kann mich nicht auf meine enorme Angriffsgeschwindigkeit verlassen. Ich brauche noch ein bisschen Zusatzheilung. Ah, eine Försteraxt. Aber ich brauche eigentlich echt kein Holz, ich brauche tatsächlich Stein. Die war doch plus eins Holz, oder? Habe ich gerade echt schon einen Trank gebraucht? Oh, na endlich mal was Gutes hier. Eine kleine Steinquelle. Okay. 15 bis 22. Nehme ich doch das. 9, 12, 7. Wie plus 1? Okay. Ich bleib weiter bei meinem tollen Ausweichbonus. Wir haben immer noch kein Walddorf erschaffen. Müsste aber bald soweit sein. Da ist das erste. Gut. Okay, wenn da ein Dorf ist, machen wir hier nochmal ein Dorf. Gut gemacht. Ach Mist, das Ding. Ah, vergesst. Ach Mann, die habe ich auch schon wieder vergessen gehabt. Okay, 12, 12, 16, das ist besser. Okay, ja, meine gute Angriffswaffe. Ist besser. Sehr viel TP. Man kann auch einfach so viel Schaden austeilen, dass einem die Regeneration reicht. Schuhnägel. Die waren plus 1 Schaden, oder? Es ist erstmal nicht so viel. Kann sich aber bestimmt sau gut aufsummieren. Und wenn ich bei euch hier ein einfach mal Gude draus mache. Eine Konterchance habe ich ja auch noch. Ausweichen und Konterchance. Alter, die rasieren mich. Warum habe ich denn eine schlechte Angriffsgeschwindigkeit? Okay.
Was war das denn? Unversehrtes Gehirn, 20% Chance, dass die eigene Leiche nach 0,7 Sekunden vollständig wiederbelebt wird. Was? Ja, könnt mich. Oh, Scheiße, ey. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Kämpfst du gegen 3 oder mehr Gegner, als du eine zusätzliche Trophäe. Pro 10% fehlende PA hast du eine Chance von 0,5% sofort 1000% Schaden anzurichten. Nachdem der Held 20% seiner maximalen TP im Kampf verloren hat, weicht er allen Angriffen 2 Sekunden lang aus. Ah, ich glaube, jetzt gehe ich eh drauf. Wegen den jetzt. Ich will den Fluss, dafür brauche ich so eine komische Kugel da. Und solche Kugeln. Wie kriege ich diese Kugeln? Was war das? Pflanze und lebendig. Objekt. Künstliches Leben. Okay. Ne, Moment mal. Was welche sind? Solche Kugel der Expansion, okay. Hier brauche ich. Kugel der Einheit und Kugel der Expansion. Mehr als 4 Gegner? Künstliches Leben, okay. Nehmen wir nochmal einen Nekromant. Halt, nein, warte, ich wollte umskillen. Ach, Moment. Siehst du, ich hätte vorhin auch einfach gehen können. Ich vergesse das einfach immer. Der Stützpunkt muss auf jeden Fall weg, weil die hassen mich jetzt eh. Die Wiesen raus. Sollte eigentlich soweit passen. Und die Familiengruft. Die macht dafür ihnen Sinn. Also eine Skelettstufe, die nicht voll ist, bringt ja irgendwie nichts. So ein paar Steine wäre nicht schlecht. Bitte ganz viel Erfahrung. Erfahrung kann tatsächlich wichtiger sein als eigentlich die eigentlichen Gegenstände. Weil man halt sehr gute Sachen dafür kriegt. Also sehr viele Sachen, die einem gut helfen. Wow, einen Lebenspunkt hatte ich verloren. Ich habe bisher bloß einen Ring gefunden. Haufenweise Ketten.
Ich will die Gegenstände aber auch alle sehen, tatsächlich. Und da fällt mir ein, ich muss ja gucken, dass ich möglichst viele Dörfer entstehen lasse. Weil die können ja nichts gegen mich machen. So, Vampire. Wo will ich Vampire haben? Da. Ah, endlich mal ein paar gute Ringe, hoffe ich doch. Beschwörkunst. Oh, die lassen sich schon mal sehen. Jetzt hat sich doch mal gelohnt. Das, damit kann ich arbeiten. Von diesen hölzernen Kriegern können so viele entstehen wie wollen. Wie gesagt, mir können die gar nichts antun. Weil meine Skelette ja für mich kämpfen. Oh, ein Dorf. Das können wir gleich mal hier zu Ghoul machen. Zu Ghoulhausen. Ruhig mehr von den Viechern. Wenn der Tag noch endet, wäre es gar nicht schlecht. Aber ich glaube, es wird nicht passieren. Danke. Kann die so? Viel, viel mehr zumindest. Oh, ein angrenzender Bogenschütze. So kann sogar eine normale Truhe gefährlich werden. Interessant. Die sind einfach gespiegelt. Ein weniger Skelettstufe. Aber mehr Beschwörkunst. Wie habe ich Beschwörkunst? 71%, das ist gar nicht schlecht. Ich hole mir mal hier einen Vampir noch dazu. Warte mal, wenn ich hier das so mache, habe ich dann zwei Vampire als Gegner? Ich bin nur interessiert. Ah, gut, Level up. Kontaktgriff, wenn der Held direkten Schaden leidet, haben alle. Okay. Dauert der Bonus von 0,5 pro beschwörten Skelett auf die Magen TP. Ah, 0,5 bringt mir halt fast gar nichts. Ich glaube, das. Alles hätte eine Chance, 15% auf einen Kontaktgriff auszuführen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, bei dem nächsten bin ich echt interessiert, ob ihr jetzt dann zwei gegen mich habt. Hm.
Müssten ja in der Theorie wirklich zwei Vampire sein. Ist aber ein Geist entstanden. Ist auch noch ein Geist aus dem Geist entstanden. Oh ja. Irgendwas habe ich gerade voll gemacht, keine Ahnung was. So, zwei Vampire? Ne, es bleibt trotzdem einer. Also kann nicht mehr als ein Vampir auf dem Feld entstehen. Wahrscheinlich mögen die sich Vampire nicht, das kann sein, ich weiß es nicht. Ich brauche endlich mal mehr Skelette. Ja, zwei sind ein bisschen wenig. Okay, jetzt kommt es drauf an. Weil ich habe nur zwei Skelette. Haut die um. Gut, nächste weg. Ja, es wäre sehr gut, wenn ich jetzt 3-4 machen könnte. Mit einem Skelett, mit zwei Skeletten kommst du halt echt nicht weit. Ich hätte auf, tatsächlich hätte ich Kampferfahrung gut gefunden. Steht der Ghoul wieder auf? Nee. Wohl eigentlich schon besser. Erfahrung ist eigentlich ein Skill, den du wirklich am Anfang brauchst. Ah, sehr gut. Schützt den jetzt an. Schützt. Aber ich brauche halt auch dringend einen Gegenstand, der mir mehr... Ja, der zum Beispiel. Nur am besten in Kombination mit was anderem. Ausweichen oder Beschwörkunst. Was? Ich brauche ein weiteres Skelett einfach. So kann man hier einfach nicht arbeiten. Aktuell kann ich mir einen weiteren Vampir problemlos leisten als Gegner. Und mit drei Skeletten kann man wirklich schon arbeiten. Bin ich immer noch bei 50%. Ach ja. Euch will ich aber wirklich nicht. Ja, davon können mehr entstehen. Dann habe ich das vergessen, wenn ich es nicht verloren. Beziehungsweise habe ich das vergessen, nicht vergessen. Ja, jetzt habt ihr ein Problem, jetzt habe ich eine Waffe. Die wird es schön verhindern, dass ihr jemand Schaden kriegt, und solange kriegt ihr richtig auf die Fresse. Zwei Jäger und eine Waffe ist eine gute Kombi erstmal. Und ich schlag euch auch noch. Ja, der ist wieder aufgestanden, der Arsch. Oh, ein Level Up. Abgelaufenes Leben, jeder von Welten erlebt direkte Schaden. Okay, gut. Grenze des Möglichen. Abgelegtes Leben. Definitiv das. Wenn ich das dahin mache, dann mache ich mir, glaube ich, viel kaputt. Weil dann dann verliere ich quasi die Chance, dass ich mich da problemlos regeneriere in dem Punkt.
Aber hier kann ich doch... Ne, nicht vergessen. Hier kann ich problemlos überall Vampire reinpacken. Wie die auch immer so lachen. Das ist auch eine interessante Kombi. Wäre gut, wenn ich ein bisschen Unterstützung kriegen würde. Das tut nämlich weh. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, aber das war nicht gut genug. Ich sollte vielleicht mal alle einen angreifen und nicht ständig euren Schaden verteilen, weil das scheiße ist. Okay. Okay, jetzt wird die Prügel auf jeden Fall. Jetzt geht's wieder. Okay, wenn der Wache beschworen ist, das hilft. Wo könnte ich hier noch ein Dorf platzieren? Vielleicht zwei fertig gemacht mit einmal. Schwörkunst erhöht und ausweichen. Dörfer, will ich mehr Dörfer haben? Vielleicht später. Also ein Schlachtfeld wäre nicht schlecht. Mit drei Stück fahre ich schon gar nicht schlecht. Ah, gut, eine Wache. Zwei Jäger und eine Wache, gute Kombi. Das Gute ist, die fressen sich auf, bevor sie sich regenerieren können. Okay, ich gönne mir da nochmal ein Hain. Und... warte ich mal noch mit noch einem Dorf. Was will ich beschwören? Okay, ein Schleim. Auch noch mehr Angriffstempo. Die hauen meine normalen Splatter einfach viel zu schnell rum. Weg. Was war das denn? Du hättest doch. Der hat doch was erwischt machen sollen. Aber wird der jetzt angegriffen? War der noch nicht tot? Mach sie fertig für uns. Das lief eigentlich schon fast zu gut. Ich gönne mir mal mehr von diesen Dörfern. Ich brauche die Erfahrung außerdem. Allerdings kann es auch sehr, sehr schnell sehr beschissen laufen, wie man gerade sieht. Wenn man halt nicht so welche Wache beschwört am Anfang. Die Ratten sind übel drauf.
komme nicht mehr zum Angreifen. Danke. Hat das wie gerade rundum Schaden gemacht noch in seinem Tod? Was fällt dir ein? Ah, die geben es mir. Ich mach keine Dörfer erstmal. Mach doch mal eins der Skelette bitte kaputt. Ja, oder sowas. Aber da ist ein Bogenschützen-Skelett. Wollt ihr es nicht mal kaputt machen? Das steht direkt vor eurer Nase. Und ihr greift alles an, bloß nicht das. Okay, immerhin. Okay, jetzt ist ein Mann gegen Mann. Oder Skelett gegen Skelett wohl eher. Gut. Ich brauche mehr Wald. Wo bin ich denn? Ach da! Aha! Gut, der Wache ist immer gut. Ach guck mal, das sind wirklich Gegner hinten. Die brauchen noch einen Treffer und sind die tot und die werden nicht angegriffen. Danke. Jetzt geht's. Wenn dann die ersten umfallen, dann wird's auch, dann merkt man auch deutlich einen Unterschied. Aber gerade wenn sie das halt so beschissen verteilt jedes Mal, könnte man ausflippen. Grenze der Toten. Nachdem das Skelett einem Gegner getötet hat, wird es vollständig geheilt. Sein Schaden und seine TP werden bis zum Ende des Kampfes um 10% erhöht. Das ist schon ein toller Bonus. Ah ja, hat sich schon ausgezahlt. Das ist wirklich ein guter Bonus. Weil es ja doch öfters mal vorkommt, dass die schwer verletzt sind und dann was kaputt machen. Ja, nur zu, mehr Dörfer. Ich glaube aber, Heine werde ich keine mehr machen, weil Rattenwölfe haben wir mehr als genug. Mit Holz ist ja auch nicht das Problem. Damit sind die Sachen lieber für Antritt. Eine Nussmischung, was bringt die denn? Für jeden Punkt Verteidigung des Helden. Oh, ein kleiner Korb mit verschiedenen Nüssen. Nüsse beschreibt man übrigens groß. Oder ist das ein großes N, weiß nicht. Sie verderben nicht und machen satt. Eignen sich bestens zur Lagerung für den Winter und als abendliche Knapperei. Stimmt. Und die Schalen eignen sich wunderbar als Brandmaterial. Und wenn sie schlecht werden, eignen sie sich auch noch als Brandmaterial. Oh oh. Kannst du meine Wache beschwören, bitte? Hier wird sich das auch auszahlen, dieser Bonus. Dass ich nach einem zerstörten Gegner, den wir hoffentlich jetzt irgendwann mal erreichen. Weil aktuell kriege ich nur auf die Fresse. Mach doch mal einen kaputt. Ja, danke. Ah, guten Verteidigungsskelett. Der hat gerade wieder aufgestanden, der Arsch. Also auch, ich muss sagen, diese 20% Chance nicht zu sterben, ist auch schon ziemlich fies. Ausweichen, Beschwörkunst. Habe ich ein bisschen weniger Regeneration, aber das passt schon. Weil ich dafür eher gute Skelette beschwöre, ist das auch gut. Da muss ich mir keine Sorgen machen, dass ich getroffen werde. Oh, was kannst du denn? Angriffsstufe, Skelettstufe.